Ich freue mich sehr, mit der Ausstellung von Sonja Kasse die 14. Zurich Art Prize Gewinnerin vorzustellen. Der Zurich Art Prize ist ein außerordentliches Engagement der Zurich Insurance Group und wir haben nunmehr mit dem Museumhaus Konstruktiv bereits seit 14 Jahren diese herausragende Partnerschaft und wir küren jedes Jahr eine künstlerische Position, die aus Nominationen hervorgeht. Und die Position betrachten wir immer angesichts der Tatsache, ob die Künstlerin oder der Künstler im internationalen Kunstgeschehen bereits eine gewisse Strahlkraft erreicht hat. Und die wichtigste Frage auch, ob das Werk hinsichtlich des konstruktiven, konkreten und konzeptuellen Erbes, das das Museumhaus Konstruktiv vertritt, auch eine Art Weiterentwicklung darstellt. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass die Wahl meiner Jury auf Sonja Kasem fiel. Sonja Kasem ist 1985 in Genf geboren, hat an der Haute École d'Art et Design in Genf studiert und kann mittlerweile auf ein schönes Repertoire an international wichtigen Ausstellungen verweisen. Sonja Kasse beschäftigt sich in ihrem Werk seit vielen Jahren mit dem Thema der Abstraktion. Das sind so Fragen wie, was bestimmt eine Oberfläche beispielsweise, was sind Strukturen, wie wird Abstraktion wahrgenommen, was gehört zum Bereich der Abstraktion, zum Beispiel das Dekor, ein Muster, ein Ornament. Insofern ist für die Ausstellung im Museumhaus Konstruktiv vor allem auch eine Residency sehr wichtig gewesen. Sonja Kasse war 2019 in Kairo mit einem 6-monatigen Atelieraufenthalt und hat dort sehen können, wie Ornamente und Muster in einem völlig unterschiedlichen kulturellen Kontext ganz anders wahrgenommen und geschätzt werden. In dieser Zeit in Kairo hat sie ihre Eindrücke in Form von kleinen Filmchen, in Form von Fotografien und in Form von Aquarellen in einem Skizzenbuch festgehalten. Dann kam ja bekanntlich die Pandemie, die uns alle gezwungen hat, sich zurückzuziehen in die eigenen vier Wände. Und dieses Skizzenbuch wurde für sie zu einer richtig wichtigen Inspirationsquelle, weil mit diesem Skizzenbuch hat sie sozusagen auch diese Ausstellung hier im Haus Konstruktiv entwickelt. Zum einen, wenn man den Raum betritt, betreten wir eine bühnenartige Situation und wir finden uns sogleich wieder in zwei großformatigen Wandgestaltungen, wo wir entweder das Gefühl haben, wir haben eine Art Wallpaper, also Tapetensituation, oder die Tapete selbst erinnert an Architektur. Wir sehen hier so Auskragungen, die aus den Wänden herauskommen, Auskragungen, die sonst nicht hier sind. Also Sonja Kasem schafft hier eine neue dreidimensionale, bühnenartige, szenografische Situation. Und wenn man dann genau hinschaut, ist das Textil, das über diese Holzkonstruktion gespannt ist, man sieht genau, da sind eigentlich Pinselstriche vorhanden. Und wenn man den Titel der Arbeit liest, dann merkt man auch sehr schön, welche Bezüge sie herstellt. Das hier heißt Façade Superflu Plume in Klammer für Feder. Die hier heißt die Façade Superflu Couronne für Krone. Und wenn man jetzt nochmals näher nachschaut, Superflu ist übrigens auch der Titel der Ausstellung. Und Le Superflu wird eigentlich oft in Verbindung mit dem Ornament verwendet und bedeutet eigentlich immer so ein bisschen diese Fragestellung des etwas zu viel sein. Etwas ist too much, etwas ist übertrieben und kann vielleicht auch weggelassen werden. Sonja Kasem hat in diesen Raum auch noch Skulpturen integriert. Skulpturen aus Pappkarton, eigentlich sehr simples Material, auch selbst geschnitten. Man merkt das den Umrissen auch an. Und der Betrachter, der sich mitten in dieser Szenografie befindet, wird schließlich zum Teil des Bildganzen. Im ersten Stock sehen wir wie eine Art Fortsetzung dieser Thematik, allerdings im kleineren Format, im häuslicheren Format, wenn man so will. Dort überzieht sie ebenfalls auf gewisse Trägerstrukturen, sei es Holz oder Metall. Ganz interessant ist, dass der Träger selbst bereits Formen annimmt und man sieht Kreise oder Halbkreise und man sieht gewellte, rippenartige Strukturen. Über die spannt sich der Stoff. Das Ganze wird hier eingespannt
und zusammengefasst wie ein kleines Schmuckstück. Sonja Kasim setzt also bewusst die kleine Größe im ersten Stock der großen Größe hier im EG gegenüber und entführt uns so in eine ganz eigene Welt und Fragestellung der Abstraktion.